Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Lieber YouTube-Zuschauer oder auch Zuschauerin, ich grüße dich. Heute geht es um das Thema, wie man richtig Akquise macht, beziehungsweise wie man richtig sich verkaufen tut, ohne zu verkaufen. Ich habe heute Morgen eine E-Mail reinbekommen von jemandem, der ungefragt meinen YouTube-Kanal analysiert hat, obwohl ich ihn gar nicht beauftragt habe. Leute, wenn ich jemanden beauftrage zu einer Analyse, dann mache ich das selbst, dann komme ich zu der Person dazu und sage, kannst du mir mal helfen, aber nicht unaufgefragt mir meinen YouTube-Kanal oder irgendwas anderes zu analysieren und dann quasi darauf folgend einen Pitch anbieten zu einem Erstgespräch. Nein, nein, so geht das mal nicht. Deshalb bleibt dran. In diesem Video gehen mir so vor, dass ich erstmal diese Folie dir zeige, also diese E-Mail dir zeige, um was es da geht, dass dir auch erkläre, wie man es nicht machen sollte. Und dann, by the way, wie man es richtig machen sollte. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Lass uns loslegen. Let's go. So, da werde ich jetzt erstmal dir mal kurz mal mein Bildschirm einblenden, weil ich habe ja die Folie. Und wenn ich jetzt die Folie habe. Hallihallo, wo ist meine Folie? Die mag irgendwie heute nicht. Dann muss ich kurz nochmal, aber jetzt geht's los. Jetzt habe ich auch die Folie offen. Vorher hat es nicht geklappt. Ja, das ist halt die Technik, ne? Das ist halt alles die Technikfrage, dass man erst die Folie aufmachen tut und dann den Bildschirm freigeben kann. Ansonsten funktioniert es nicht. Ansonsten seht ihr ja nur den weißen Bildschirm. Aber jetzt seht ihr quasi die Folie. Und zwar, ich hoffe, dass ich das quasi mit einem Stift euch zeigen kann. So. Habe ich jetzt diesen Stift? Ja. Also ich habe jetzt hier mal einen Strich gemacht, dass ich das auch sehe, was ich quasi euch sagen will. Also diese E-Mail kam rein. Sehr geehrter Herr Baruch, das ist alles okay, das passt ja schon mal. Die Anrede hat ja schon mal gepasst, ne? Also Anrede sind mir in einem, dass es quasi okay ist. In diesem Video zeigen wir Ihnen, warum. Ich habe jetzt quasi spaßhalber mal nicht das Video aufgenommen und quasi, weil die Ansprache in dem Video mit meinem Nachnamen war verkehrt. Und auch sonst hat er nur gepitcht. Nur gepitcht in diesem Video, wie er es besser machen konnte und so weiter und so fort. Das ist no way. Ihren YouTube-Kanal alles lernen und auswerten. Er hat mich ungefragt meinen YouTube-Kanal ausgewertet und analysiert. Leute, wenn ich Bock auf jemand habe, wo mir hilft, für das und das zum Auswerten, dann komme ich auf diejenige oder denjenigen zu. Aber ungefragt meine Sachen, hier mein geistiges Eigentum auszuwerten, zu analysieren, das ist ein großer Bullshit, wo ich abgeneigt bin, auf zu reagieren und auf ein Erstgespräch mit dem zu vereinbaren. Warum sage ich das? Mache ich ungefragt
irgendwelche Analysen oder werte andere Menschen aus, nur weil es nicht so geht. Ich will mit diesem YouTube-Kanal langsam wachsen, langsam sichtbar werden. Ich will gar nicht hochskalieren. Mein Businessmodell ist skalierbar. Ja, es ist skalierbar. Aber ich will langsam skalieren. Ich will langsam in die Sichtbarkeit kommen. Wenn ich zu schnell skaliere, zu schnell in die Sichtbarkeit komme, habe ich Fehler. Und ich will keine Fehler machen. So. Und warum das Ganze? Ich da einen Fehler drin sehe, ich bin ein Freund des authentischen und ehrlichen Verkaufes. Was er gemacht hat, ist kein authentischen und ehrlichen Verkauf. Er hat mich ungefragt meinen YouTube-Kanal analysiert und ausgewertet und mit der falschen Ansprache mit meinem falschen Namen ausgesprochen. Ich heiße Weihrauch, nicht Weihrauch, nicht irgendwie anders da. Man spricht das Weihrauch aus. Da lege ich sehr viel Wert mit der Aussprache in einem Video. Auch wenn du nicht gut perfekt Deutsch kannst, dann lerne doch perfekt Deutsch. Lerne perfekte Aussprache des Nachnamens. So, das erstmal kurz der Real Talk. Ich muss Real Talk machen. Ich beende jetzt diese Aufnahme und wir gehen jetzt mal Step by Step durch. So. So, die Aufnahme läuft hier noch. So, also. Ich habe jetzt die Bildschirm weggemacht. Ich musste jetzt da ein bisschen Real Talk reden. Wenn ich da ein bisschen laut war, versteht mich. Aber ich kann nicht anders da. Ich kann nicht anders da. Weil ich bin es mir leid, mit solchen Bullshit-Marketern zusammenzuarbeiten. Wer ungefragt meine Sachen analysiert oder auswertet, der kriegt das so zurück. Und ich mache da wirklich immer Real Talk. Und warum mache ich Real Talk? Weil ich der Meinung bin, dass es anders da geht, dass authentisches Verkaufen oder authentisches Marketing anders da abläuft. Schau mal, wenn du quasi im Bereich Coaching oder eine andere Dienstleistung hast, die skalierbar ist, aber du willst quasi langsam in deiner Community wachsen, willst quasi langsam Mehrwert rausgeben, dann ist es doch okay, wenn du langsam wachst. Weil mit dem langsamen Wachstum kannst du immer wieder Step by Step deine Sachen, deine Skills verbessern. Es geht nicht um den schnellen Wachstum, sondern es geht um den nachhaltigen Wachstum. Na, du musst quasi das so sehen, quasi eine Kurve nach oben, die hat immer mal einen Buckel. Die ist nicht nach schnell nach oben hochskalierbar. Erfolg ist nicht schnell nach oben. Schade, dass ich da hinten noch keine Whiteboard habe. Dann hätte ich dir diese Skizze da hinten aufgezeigt. Aber ich zeige dir das dann nochmal separat in einem Livestream bei Instagram, wie ich das meine, was ich da meine. Ich meine, wenn du hier eine Skala hast und quasi hochskalieren willst, dann ist es die falsche Lösung, dann ist es der falsche Wert. Wenn du langsam nachhaltig Mehrwert geben willst und deine Message raustrangelst, dann mach langsam Step by Step deine Skalierung und deine Sichtbarkeit. Nur so kannst du nachhaltig deine Produkte, deine Dienstleistungen verkaufen, ohne zu verkaufen zu müssen. Ich habe gerade ein Money Mindset Wheel gemacht. Dort bin ich quasi drauf eingegangen, auch in den Stories nochmal zu diesem Money Mindset Real, weil ich habe quasi keine Sprache gemacht, nur ein bisschen Ton, nur ein bisschen Musik, ein bisschen Gestik, Mimik reingemacht. Schau dir gerne jetzt mal, ja,
wenn du quasi dieses Video siehst, kannst du meine Story gar nicht mehr sehen. Aber ich werde es nochmal ergänzen und das nochmal in der Story teilen oder quasi in einem Livestream bei Instagram dir auch erklären, wie Skalierung wirklich geht und wie Skalierung wirklich authentisch und nachhaltig geht. Es ist nicht alles hoch und schnell skalierbar. Wenn du hoch und schnell skalierst, verlierst du die Community. Und mir ist die Community wichtiger wie das Hochskalieren eines Businesses oder eines Kanales oder whatever. Mir ist die Community wichtiger wie die ganzen Skalierbarkeiten, wie die ganzen anderen Sachen. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.